Ortswechsel in dem Führerstand einer 218. Sie ist mit dem Regionalexpress München-Mühldorf unterwegs. Einfahrt in den Bahnhof Dorfen. Am Haken ein moderner Doppelstockwagen-Wendezug. Wie wir schon hörten, sind allein von der 218 insgesamt 398 Maschinen gebaut worden. Anfang 2008 sind immerhin noch über 200 von ihnen aktiv. Wir rollen in den Bahnhof Ampfing. Mittlerweile sind fast alle noch aktiven 218er in Verkehrsrot lackiert. Im Stundentakt sind die Züge zwischen München und Mühldorf unterwegs. Zeitweise wird sogar die Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern ausgefahren. Bemerkenswert ist die Anfahrzugkraft von 235 kN. Ein Wert, der von neuen dieselelektrischen Maschinen kaum überboten wird. Daher sollten wir nicht vergessen, es sind alte Damen, die hier unterwegs sind. Kurz vor Mühldorf am Inn wird noch einmal knapp Tempo 120 erreicht. Ab dieser Geschwindigkeit allerdings bleibt die Laufruhe auf der Strecke. Auch die Akustik nimmt langsam laute, sehr laute Dimensionen an. Der Bahnhof Mühldorf ist der zentrale Punkt bei der DB-Tochter Südostbayernbahn. Nicht umsonst spricht man vom Mühldorfer Stern. § 218/402 hat den Regionalbahnzug von München nach Mühldorf gebracht. Es ist kein Wendezug, daher heißt es umsetzen.